Staccato, mit ganz viel Zwerchfell arbeiten und dann kommt's auch, wird's auch nicht schlaff an den Endungen. Dann wird's, sonst würde es I am, I am, I am, weil das ist schlaff. I am, 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 I am the giant. Und das ist auch cool, dass man das an- und abstellen kann, ne? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Eure Lieblingsgesangsdozentin Tanja Levy ist wieder am Start. Und heute schauen wir mal rein bei DSDS. So, lass uns mal loslegen. Here comes the giant. Giant. I understand loneliness. Before I knew what it was. Ja, schöne Stimmfarbe, sehr eng. Ne? Also ihr seht, die Zunge ist ein bisschen muffelig am Start. Und zwar dadurch, dass er sich jetzt nicht so viel bei der Aussprache. Die Aussprache ist immer noch irgendwo mittig. Aber was mir jetzt hier bei den Kandidaten auffällt, ist, das ist auch noch so ein bisschen hier. Hört mal rein. I saw the pills on the table, and you're on. I saw the pills on the table. Das Riff war schön, aber ich würde ihm empfehlen, ein bisschen mehr noch das Ganze im Freiraum zu schaffen. Ja, im Mund, Zunge auch ganz viel, weil damit auch einfach die, ja, die Resonanz, also ich würde ihm hier so ein bisschen empfehlen, noch weiter und mehr mit der Zunge zu arbeiten, um auch ein bisschen mehr Freiraum zu kreieren, weil es klingt ein bisschen für mich eng. Ja, das Riff war jetzt schön am Ende. Das sind natürlich auch tolle Akzente, die ihr reinbringen könnt. Riffs am Ende von Phrasen. Wrong love, love. Hammer, sehr rau. Ja, das ist jetzt sehr hauchig und luftig auch gewesen, sehr kratzig oder rasp. Es gibt da ganz viele verschiedene Ausdrücke, die ihr dafür benutzen würdet. Ja, ihr kennt mich ja schon und ganz häufig stellt sich da immer für mich die Frage, ist das jetzt eine natürliche Stimmfarbe, ist es natürlich oder ist es manipuliert technisch? Und meistens ist es so, diese Stimmen, die so von, die so rauchig sind, hauchig, wo sich die Stimmbänder nicht hundertprozentig ausschließen, da bin ich immer ganz vorsichtig mit, weil ich mich dann immer frage, das ist meistens nicht gesund. Ich selber hatte eine Dysphonie an den Stimmbändern, hatte Hypersäureausstoß gehabt. Also ich weiß, wovon ich spreche. Es gibt ein Video hier, wo ich selber mal gesungen habe mit meinen, mit meiner Dysphonie, mit meinen Knötchen sozusagen. It's a heartache, nothing but a heartache, oh, nothing but a fool's game, nothing but a heart. Und ich habe mich wie Bonnie Tyler angehört. Also ich habe mich nicht gut, nicht gesund angehört. Und zwar, der Sound kam aus einer Stimmerkrankung heraus. Und daher finde ich das halt immer sehr schwierig. Da muss man immer halt gucken, ja. Woher kommt es? Natürlich, klar, klingt halt mega geil, so wie Anne-Marie Kantereit. Dazu haben wir mehrere Videos hier gemacht. Aber auch da ist für mich immer die Frage, ist es seine Stimmfarbe, ist es gesund oder nicht? Sehr schön in die Kopfstimme geflippt. Ja, was mir jetzt hier ganz besonders aufgefallen ist, ist bei dem Kandidaten links, und zwar dieser schöne Flip in die Kopfstimme. Sowas finde ich ja immer toll als Akzent. Das hat auch was mit Koordination zu tun. Und zwar, wie schnell schaffe ich es eigentlich, von Bruststimme auf Kopfstimme zu wechseln. Und es ist manchmal nicht so einfach. Für viele ist es einfach, aber für viele eben auch nicht. Weil der Stimmmuskel geht ja von Bruststimme, hohe Intensität, kurz, dicke Muskeln. Und dann geht er über in Kopfstimme und das ist dann wieder lang und dünn, also in Terms of Muskeln gesprochen, also wenn wir jetzt halt über Muskeln reden, ne? Und deswegen ist das eine Koordinationssache und das finde ich super, aber als Akzent finde ich das auch klasse, weil es was anderes ist. Es ist nicht dann die ganze Zeit nur bruststimmlastig. Ja, und bei dem Kollegen nebenan, der das There gesungen hat, das fand ich auch super, dass er innerhalb des Satzes da nochmal so einen kleinen Sprung gemacht hat, noch richtig Gas gegeben hat und gepowert hat. Was mir beim ersten Mal, hättest du die einen von denen jetzt? War gut gefallen, ich habe das ganze Video ja gesehen. Ja. I am, I am, I am, I am, I am.
Ja, und das I am mit dem Growl auch super. Das war jetzt sehr staccato-artig. Das ist staccato. I am the giant. Und das ist auch cool, dass man das an- und abstellen kann. Ne? I am the giant. Come on now. Mit so einem Cry, und da waren die IAMs klar angesungen. I am. Und damit es aber kurz und knackig und richtig kraftvoll rüberkommt, haben wir hier Staccato mit ganz viel Zwerchfell arbeiten. Und dann wird es auch nicht schlaff an den Endungen. Dann wird's, sonst würde es I am, weil das ist schlaff. I am. Du musst richtig, auch die Stimmbänder kommen hier ganz rapide zusammen. I am. Bei dem I am. Und da hört ihr schon. I am. Das ist ein kleines Workout, Sweetie. Das ist ein kleines Workout, was wir hier haben. So, wir gucken mal noch ein bisschen weiter. Und dann sage ich wieder Tschüss. Geil, gerifft mit dem Growl. Ja, die Jungs haben Spaß. Das ist natürlich eine coole Performance auch von dem Hammer. Ja, sehr geil. Ja, der hat eine geile Stimme. Stand up on my shoulders, show me what you see. 'Cause I am giant. Sehr schön in Kopfstimme geflippt. Also, ich kann verstehen, es klingt gut, aber in meinen Ohren klingt es halt einfach nicht zwingend gesund. Also, ein Konzert würde er wahrscheinlich damit nicht durchhalten können. Ja, für so eine Performance bestimmt, aber wenn er danach nicht heiser ist, dann weiß ich auch nicht. Natürlich kann ich das jetzt so aus der Ferne nicht beurteilen. Ich beurteile nur das, was ich sehe vom Hören, aber meistens ist es so, dass Sänger, die halt so hauchig arbeiten, die Stimme zusätzlich, also ungesund benutzen, und das ist auch eine Belastung auf den Stimmbändern. Es klingt zwar geil am Ende, aber oftmals ist es Probleme mit der Atmung, die Stimmbänder schließen sich nicht.